Bewerber. Auch die CDU will Roman Herzog als Bundespräsidenten. Betrug. Behinderte führt die Öffentlichkeit hinters Licht. Begeisterung. 10.000 Motocross-Besessene treffen sich in Dortmund. Samstag, der 15. Januar, die RTL 2 Nachrichten mit Nicola Sengelmann. Einen schönen guten Abend. Nun ist es amtlich. Roman Herzog ist neuer Kandidat der CDU für das Amt des Bundespräsidenten. Der Parteivorstand entschied sich heute bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung für den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Damit hat das peinliche Gerangel um die Kandidatur für das höchste Amt des Staates zumindest vorläufig ein Ende. Anders als Steffen Heidmann genießt Herzog die volle Rückendeckung der Union. Im Sporthotel Waldbrunnen in Windhagen stellte sich Roman Herzog heute den Fragen des Vorstandes der CDU. Herzog ist zur Kandidatur bereit. Morgen steht noch das formelle Ja der Schwesterpartei CSU aus. Dann ist das Kandidatenkarussell für die Wahl der Bundesversammlung am 23. Mai komplett. Herzog betonte, er wolle den Deutschen bei der Umorientierung in schwieriger Zeit helfen. Dort, wo ich die größten Schwierigkeiten, die größten Probleme, die zu bewältigen sind, sehe, dort werde ich am meisten sein. Und dort werde ich auch das tun, was ich auch in meiner politischen Laufbahn immer getan habe. Ich werde mit den Menschen reden. Neben Herzog stellen sich noch Johannes Rau, Hildegard Hambrücher und der Bürgerrechtler Jens Reich zur Wahl des höchsten Staatsamtes. Roman Herzog ist zwar Kandidat der Unionsparteien, doch er verfolgte während seiner Karriere keine strenge politische Linie. Immer wieder schaffte es der Mann, der mit 31 Jahren schon Professor für Staatsrecht war, seine politischen Freunde und Gegner zu überraschen. Als baden-württembergischer Innenminister 1980 wurde er zum Buhmann der Friedens- und der Anti-Atomkraft-Bewegung. Bei ungenehmigten Protestaktionen bürdete er die Kosten für den Polizeieinsatz den Demonstranten auf. Außerdem befürwortete er die Aufrüstung der Polizei mit Gummigeschossen und dem umstrittenen CS-Gas. Als Verfassungsrichter wurde der Saulus dann zum Paulus. Ein Demonstrationsverbot gegen das Atomkraftwerk Burgdorf wurde vom höchsten deutschen Gericht unter seinem Vorsitz kurzerhand aufgehoben. Auch die politisch Mächtigen sind vor seinen Angriffen nicht sicher. Bei der Eröffnung des Bundestagsgebäudes im Oktober 92 nahm er kein Blatt vor den Mund und beschimpfte die Parlamentarier. Ihre Sprache sei blutleer und verquast. Roman Herzog scheint seine Entscheidungen im jeweiligen Verantwortungsbereich anzupassen. Ein Umstand, der im Falle seiner Wahl zum Bundespräsidenten Anlass zur Hoffnung gibt, auch wenn ihn nicht die staatsmännische Aura eines Richard von Weizsäckers umgibt. Möglicherweise noch nicht. Tagelang hat die Polizei in ganz Deutschland nach drei Skinheads gesucht, die einer Rollstuhlfahrerin in Halle am Montag ein Hakenkreuz ins Gesicht geritzt haben sollen. Doch es gab nie eine heiße Spur. Jetzt bestätigte sich ein schlimmer Verdacht. Die Schülerin hat sich die Wange selbst zerschnitten. Hier am Hintereingang dieses Ärztehauses soll der Überfall stattgefunden haben. Doch Zeugen, die sich in der Nähe aufhielten, haben von angeblichen Schreien nichts gehört. Und nach Angaben der Staatsanwaltschaft kann die Wunde im Gesicht nicht von einem Fremden zugefügt worden sein. Dies steht aufgrund der von Polizei und Staatsanwaltschaft und der Zuhilfenahme mehrerer Sachverständiger mit äußerster Beschleunigung und Sorgfalt geführten aufwendigen Ermittlungen inzwischen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest. Die körperbehinderte Gymnasiastin habe offensichtlich versucht, Aufmerksamkeit zu erregen. Das Mädchen ist bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen. Die Wohnung ist verlassen. Elke J. hat sich mit ihren Eltern an einem unbekannten Ort versteckt. Noch am Donnerstag demonstrierten über 10.000 Menschen in Halle gegen die rechte Gewalt. Jetzt wird allgemein befürchtet, dass Neonazis den Vorfall zu Propagandazwecken missbrauchen.
US-Präsident Clinton hat seine Europatournee heute mit einem Besuch in Minsk fortgesetzt. Er traf dort den weißrussischen Parlamentspräsidenten Schuschkewitsch und Regierungschef Kebitsch. Die ehemalige Sowjetrepublik hat, wie die Ukraine, zugestimmt, ihre Atomwaffen komplett abzurüsten. Bei seiner Ankunft wurde Clinton jedoch nicht nur freundlich empfangen. Yankee Go Home rief ihm eine Handvoll Demonstranten zu. Mit alten Sowjetflaggen ausgerüstet, forderten die Altkommunisten Clinton auf, auch gleich Schuschkewitsch mitzunehmen. Doch von dieser Kundgebung abgesehen, empfingen ihn die Weißrussen mit offenen Armen. Denn im Gepäck hatte der Präsident nicht nur einen Zuschuss von 25 Millionen Dollar für die Verschrottung der Waffen, sondern darüber hinaus einen Vertrag zur Förderung amerikanischer Investitionen in dem kleinen GUS-Staat. Am Nachmittag reiste Clinton nach Genf weiter, wo er mit Syriens Staatschef Assad über den Friedensprozess im Nahen Osten sprach. Erleichterung im Osten Australiens. Die Buschfeuer, die dort seit 16 Tagen Bevölkerung und Rettungsleute in Atem gehalten haben, sind so gut wie gelöscht. Zwar lodern noch immer einige Feuer, doch sind die weitgehend unter Kontrolle. Die Brände gehen in Australiens Geschichte als die schlimmsten seit 200 Jahren ein. Bilanz der Katastrophe: 4 Menschen starben, etwa 200 Häuser wurden zerstört. Rund 600.000 Hektar wertvoller Wald- und Buschbestand sind abgebrannt. Dadurch hat ein großer Teil der australischen Tierwelt seinen natürlichen Lebensraum verloren. Insgesamt belaufen sich allein die Gebäudeschäden auf 175 Millionen Mark. Tausende Feuerwehrleute waren aus den umliegenden Gebieten nach Neu-Süd-Wales gereist, um gegen die Flammen anzukämpfen. Sie durften heute wieder nach Hause fahren. Im Falle Bosnien tritt die UNO seit langem auf der Stelle. Weiterhin wird gekämpft, und das vor den Augen der Blauhelme, die für Frieden sorgen sollen. Einem von ihnen ist der Kragen geplatzt. Dem Kommandeur der UN-Truppen im ehemaligen Jugoslawien, General Briquemont. In einem Interview des Magazins Der Spiegel redete er Klartext. Er sei es leid, sagte der Belgier, dass er ständig höre, wie die NATO mit Luftangriffen auf serbische Stellungen drohe. Durch Drohungen würden die Kriegsparteien nicht friedlicher. Und Luftangriffe lösten die Probleme der eingeschlossenen Menschen in Sarajevo ohnehin nicht. Der heftigste Vorwurf des Kommandeurs: der Westen habe keine klare Strategie. Außerdem bewilligten die Staaten nicht genug Geld, um ihre politischen Absichten durchzusetzen. Bald werde keine humanitäre Hilfe mehr möglich sein. Briquemont gibt sein Blauhelmkommando vorzeitig auf. Wann Telefonieren billiger wird, das ist nach wie vor unklar. Denn Bundespostminister Bötsch hat wieder Ärger mit seinem Sorgenkind der Telekom. Streitpunkt: die Telefongebühren. Telekom-Chef Ricke will sich erst einmal erhöhen und in 3 Jahren wieder senken. Dem Postminister ist das viel zu spät. Er möchte, dass die Telefonkunden schon in 2 Jahren nicht mehr so tief in die Tasche greifen müssen. Wenn es nach Wolfgang Bötsch und seinem Ministerium geht, dann werden Gespräche im Inland ab 1996 billiger. Rückendeckung erhält der Minister vom Vorsitzenden des Postausschusses Müller. Der Unionspolitiker sagt, die Telekom muss demnächst weniger Geld an den Staat abführen, also müssen auch die Gebühren runter. Telekom-Chef Ricke sieht das anders. Eine solche Maßnahme bedeute Milliardeneinbußen und eine wirtschaftliche Talfahrt für das gesamte Unternehmen. Außerdem will die Telekom demnächst an die Börse, um Käufer für ihre Aktien zu finden. Rote Zahlen machen sich da nicht gut. Die völlig verschuldete Metallgesellschaft AG scheint dem Konkurs entronnen zu sein. In Frankfurt trafen sich heute Gesellschafter und Gläubiger, um über ein Sanierungskonzept zu beraten. Wie aus Teilnehmerkreisen verlautete, ist es in den wichtigsten Punkten des geplanten Rettungspakets zu einer Einigung gekommen. Die beteiligten Banken, Hauptaktionäre sind die Deutsche Bank und die Dresdner Bank, sollen eine Finanzspritze von 1,1 Milliarden Mark locker machen. Die Metallgesellschaft hatte durch spekulative Ölgeschäfte im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 1,8 Milliarden Mark erwirtschaftet. Rund 58.000 Menschen sind bei dem Unternehmen angestellt. Leonar Gunnarsson, der verdächtigt worden war, den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme umgebracht zu haben, ist in North Carolina erschossen worden. Das Attentat auf Palme vor 8 Jahren wurde nie vollständig aufgeklärt. Die Regierung stationierte weitere 12.000 Soldaten in Chiapas, um für Ruhe unter den aufständischen Indianern zu sorgen. Die katholische Kirche rechnet mit 400 Toten nach den jüngsten Kämpfen. Nancy Kerrigans Konkurrentin Tonya Harding steckt offenbar doch hinter dem Eisenstangenattentat. Hardings Ex-Mann soll den 22-jährigen Shen Stand 100.000 Dollar für den Anschlag gegeben haben. Tonya Harding selbst ist untergetaucht. 2 russische Kosmonauten sind nach 200 Tagen im All sicher auf die Erde zurückgekehrt.
Die Sojus-Kapsel landete in der kasachischen Wüste. Katja Seitzinger bleibt ungeschlagen. Die 21-Jährige vom SC Halblech fuhr in Cortina d'Ampezzo die Konkurrenz erneut in Grund und Boden. Souverän siegte sie heute im zweiten Super-G der alpinen Skisaison und feierte damit ihren 12. Weltcup-Erfolg. Zweite wurde Ulrike Meyer aus Österreich, den dritten Platz ergatterte sich die Kanadierin Karen Lee Gardner. Ein Gewinn im Gesamtweltcup ist noch möglich. Derzeit liegt Katja Seitzinger auf Platz 5. Wer gerne Motorrad fährt, aber eigentlich vom Fliegen träumt, für den gibt es einen speziellen Sport, Hallen-Motocross. In der Dortmunder Westfalenhalle ist an diesem Wochenende die wahnwitzige Show der tollkühnen Kerle zu bestaunen. Helden des 20. Jahrhunderts. Kunststücke mit 55 PS unterm Hintern und das in 10 Metern Höhe. Sicher nichts für Angsthasen und der Albtraum jedes Sonntagsfahrers. Nicht nur waghalsig, auch etwas wahnsinnig muss man sein, wenn man sich in Dortmund an den Start traut. In der Halle stinkt es, der Lärm ist ohrenbetäubend, trotzdem, keiner geht, bevor die Cross-Akrobaten zum letzten Mal gelandet sind. Wir werden auf der Straße immer mehr beschnitten, wir dürfen da ja nichts mehr. Auspuffanlagen zu laut, da zu laut, da zu laut. Kann man doch nur zu solchen Veranstaltungen hingehen, um das zu genießen. Heimliche Stars, die Kids. Schon ab 5 Jahren dürfen sie mit ihren Maschinen in Bonsai-Größe auf die Strecke und rauben so mancher Mutter die letzten Nerven. Doch Ausfälle gab es am ersten Tag nur bei den Großen. Vom Veranstalter einkalkuliert, das Risiko erhöht schließlich den Nervenkitzel und damit das Geschäft. Zum Lotto am Samstag. Die Gewinnzahlen lauten 13, 22, 32, 39, 41, 43. Zusatzzahl 47, die Superzahl 0. Spiel 77, 8, 6, 2, 5, 5, 4, 8. Die Super 6, 0, 9, 1, 2, 2, 4. Die Angaben wie üblich ohne Gewähr. Zum Blick auf die Wetterkarte. In der Nacht gibt es im Norden Schauer, sonst ist es aber trocken bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt. Morgen sind in der nördlichen Hälfte Regen oder Schneeschauer möglich. Sonst weht ein laues Lüftchen bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad. In den nächsten Tagen gibt der Winter nur ein kurzes Gastspiel. Am Montag Schneeschauer bei minus 2 bis plus 2 Grad, nachts Frost bei kalten minus 7. Am Dienstag ist es trocken, ebenfalls bei minus bis plus 2 Grad, Tiefstwerte um minus 3. Am Mittwoch wird es wieder milder, aber regnerisch bei 0 bis 5 Grad, in der Nacht Temperaturen um 2. Wir zeigen jetzt den US-Streifen Tagebuch eines Mörders. Ihnen einen schönen Samstagabend, hier die Top News. Der CDU-Bundesvorstand hat den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Roman Herzog, als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Die Rollstuhlfahrerin, die behauptet hat, Skinheads hätten ihr ein Hakenkreuz in die Wange geritzt, hat die Tat selbst begangen. US-Präsident Clinton hat seine Europareise mit einem Besuch in Weißrussland fortgesetzt. Am Abend traf er in Genf ein.